Und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command American Civil War mit den Südstaaten. Und ich möchte heute tatsächlich mal hier drüben anfangen, in Virginia, und schauen, ob man vielleicht sehr schnell irgendwie noch Baltimore erreichen kann. Weiter soll zwar das wohl ganz dem einen Treffer verpassen und dann dahin reiten. Da ist noch ein Kavallerist im Weg. Hofft, ob man vielleicht doch irgendwie diese Runde hier reinkommt, aber jetzt mit noch einem sieht es eher schwierig aus. Gut, sonst spielen wir doch erstmal den regulären Zug. So, du kannst dein Upgrade kriegen und hoffentlich demnächst geheilt. Und dann Einheiten auf 7 heilen, da kannst du auch nach vorne laufen. Du versuchst sonst demnächst nach Colorado zu umgehen. Bis dahin und du machst den Weg hier zu. Und der Rest von euch versucht ihr einfach zu überleben und den weiter runter zu belagern. Fällt dann ja auf 1, der müsste dann 0 haben und von hier drüben kommt dann nichts mehr. Und dann haben wir die da bald auch fertig. So, ihr passt hier drüben einfach nur noch auf. Und hier haben wir jetzt auch unser Chor. Ein recht schwaches feindliches Chor. Ist zwar direkt das nächste dahinter, aber... den können wir schon mal raushauen, was ganz nett ist. Würde ich doch sagen, marschiert hier schon mal alle ein Stückchen nach vorne. Hast auch ein 2-2 auf den, das klingt eigentlich auch, na gut, auch wenn es 3-2 wird. Aber das klingt doch ganz gut, dass ihr leicht offensiv hier werden könnt. Dich heilen wir sonst. Du musst geheilt werden und der Panzerzug fährt da das feindliche Korps auf. Auch mit nicht ganz so viel Moral, deswegen ich auch mal wieder einfach schaue. So, 3-3, das passt schon. Vor allem den komplett zu besiegen, das passt erst recht. Ich glaube, wir können uns die auch mal wieder ein bisschen offensiver gehen. Hier, ja, hier überall weiter angreifen, wo es geht. Mal eben einen Schritt noch rangehen, damit du das Chor unterstellt kriegst. Und ich würde sagen, ihr geht hier weiter nach Clarksville, wobei wir vielleicht auch erstmal schauen können. Okay, Orte da alle besetzt. Du sicherst erstmal Karthago. Der könnte da drüben hin, wodurch der hier massenhaft feindliche Hauptquartiere aufbaut. Was sollen die hier alle in der Gegend? Wird sich sicherlich sehr viel dabei gedacht haben. Und jetzt sind die natürlich ein gutes Stück außer Reichweite. Reichweite, das wird so passen müssen. Bitten Johnston natürlich sicherheitshalber nach Nashville reinstellen, nur so, dass jemand drin steht. Ich möchte ein bisschen nach Hoffnung mal sicher gehen, während ihr da überall jetzt um euch schlagt. Ihr passt da auf. Ranger zieht sich noch weiter zurück. So, denn hier drüben könnte man auch erstmal einfach groß heilen. Ja, kein Kavallerist da, aber was soll's, Feindkontakt hin oder her? Muss ich schon mal die Felder ein. Jetzt seid ihr ja auch hinter den Fluss gedeckt und demnächst könnt ihr den Ort da, denke ich, angreifen. Wir sind in Virginia, wo ich jetzt gerne schon mal die Einheit möglichst schnell besiegen würde. Allerdings auch ein bisschen verschanzt stand, was jetzt aber nicht mehr das Problem ist. Muss aufpassen, dass ich hier jetzt nicht alle Einheiten zu Tode siegen. Hier bleibt wohl erstmal nicht viel anderes übrig, als so ein bisschen anzunähern. Er muss natürlich geheilt werden. Also du könntest mal darauf. Geheilt und das Akku kommt hinterher. Na, ehrlich gesagt, die
War nicht kommandiert. Ich hoffe, das macht jetzt die KI gleich schon automatisch. Brauchen hier alle eigentlich noch einen Moment der Heilung, aber der Sieg ist doch so nah an Baltimore. 13% Union. Noch, die geben bald so auf. Jetzt noch einen vor, weil dann der Ort stark genug ist. Ihr passt alle hier überall auf, sonst die Küste hier nicht viel los. Die gegnerische Flotte meilenweit überlegen, aber wird mich jetzt nicht, und ich glaube, Longstreet, du löst ja doch nochmal mit nach Süden. Weil die anscheinend doch noch vielleicht deine Kommandohilfe benötigen könnten. Du kannst hier ein bisschen ausreihen. Sehr schön. Das Schiff bleibt einfach im Hafen, muss jetzt nicht viel machen, und die Texaner können hier auch einfach auf das Hauptquartier draufschlagen. So, und ihr schneidet den ab und auch. Ach, der Orter hier, ja, das sagt. Dann auch schon mal hierhin, das sollte soweit passen. Die Züge werden bedeutend kürzer, es gibt ja auch immer weniger Feinde, und die, die noch da sind, werden alle rechtzeitig besiegt in letzter Zeit, also relativ schnell. Siegt eigentlich neue Schiffe, braucht man alle, jetzt finde ich nicht mehr so. In der Forschung zum Beispiel das mit den Feldtelegrafen, die geringe Kommandoreichweite, die nervt schon noch hin und wieder. Aber ja, ansonsten würde ich sogar sagen, sind wir durch mit dem Zug. Das Spieltempo erhöht sich. Und natürlich auch Nachschubmangel, aber die werden gleich auch Nachschubmangel haben, wenn hier noch irgendwas schief geht. Nächste Stufe Koordination. Feldtelegrafen ist natürlich sehr schön, und Infanteriekrieg nehme ich jetzt auch noch gerne mit. Genauso wie den Kavalleriekrieg und die Industrietech. Ja, schön, warum? Okay. 125 Punkte noch zurückerstattet, aber trotzdem. Volles Punktekonto. Die Einheiten kämpfen ein bisschen stärker. Demnächst können die dann ja auch noch besser unterstellt werden, wenn die Feldtelegrafen fertig sind. Wenn ihr kriegt eine stürmische, das Department, das ist, sagt mir jetzt nichts, ich weiß nicht, ist das jetzt eher historisch was ist, oder ob die irgendein Event hatten. Okay, wenn denn Schiffe so auf Chor austeilen, das ist schon unangenehm. Ja, und jetzt sehen wir, glaube ich, erstmal wieder eine Weile deren Flotte zu, die ja zahlenmäßig haushoch überlegen ist, was aber halt jetzt keinen entscheidenden Einfluss auf den Krieg mehr hat. Okay, wenn jetzt noch mit ein paar Koreinheiten um die Ecke kommen, dann könnte das teuer werden. Bricht noch mal aus, was auch wieder lästig ist, weil jetzt vielleicht von der anderen Stadt doch noch wieder Versorgung durchkommt. Auch irgendwie wieder dicht kriegen.
Und ich dachte schon, sie lassen den Weg nach Baltimore frei. Nein. Platzieren genau da ein Chor. Aber es ist neu platziert. Vielleicht können wir das schnell vertreiben. Selber noch ein Chor und der Gegner hat noch 12%. Wenn wir jetzt einfach noch hier und da ein bisschen austeilen können, sollte das schon reichen. So, du bist ja noch so weit verstärkt, wie es geht. Kannst da hin, dann kannst du dahin aufrücken. Versuch's nächstes Mal Colorado zu erreichen. Weiter schneiden wir nochmal ab. Natürlich dahin könnte. Mal sehen, was er anstellen wird. Das wird so ungefähr ausreichen. Du könntest sonst auch einfach mal auf gut Glück gehen. Vielleicht kannst du den Ort da ja einnehmen, wer weiß. So. Selbst unterdurchschnittliches nehme ich jetzt doch gerne mit, weil es fehlt nicht mehr viel von gegnerischer Fighting Spirit. Und alles, was die hier verlieren an Einheiten, zählt da ja drauf. Wobei... Das nehme ich jetzt schon mal geschenkt mit, dass man den einkesseln darf. Ansonsten hier einfach weiter angreifen, wo es geht. Gerne auch das Hauptquartier. Weil dadurch alle anderen Einheiten auch demoralisiert werden. So kommen wir da drüben von 2 auf 3-1 zumindest prognostiziert. Das ist da. Ja, auch ein bisschen für die Optik mal Grenze zurückholen, aber ihr passt hier trotzdem sicherheitshalber noch ein bisschen auf. So, kleiner Cut. Da bin ich wieder. Wir haben noch 11% bei der Union. Vielleicht brauchen wir Baltimore da hinten gar nicht mehr und können einfach so hier und durch. Oh, und da steht doch nochmal ein feindliches Chor. Aber gut, du bleibst sonst hinter dem Fluss. Du nimmst den Ort ein. Ist ein bisschen in den Wald und du kannst Memphis, ja, hat eine hohe Stufe, du kannst sogar noch dahin und alle versorgen und ihr passt da sicherheitshalber noch auf. Kann auch endlich mal der Panzerzug wieder zu euch rüber, der ist eingekesselt, das wird schon alles passend. Ja, und hier haben wir als plötzlich auch eine ganze Menge Gegner bekommen. Also ich finde 2 zu 10 klingt solide. Trotzdem sollte man die anderen Einheiten hier zum Teil erstmal heilen. Andererseits, diese Schiffe können schon rumnerven. Wenn wir die versenken. Na gut, sonst passt, bleibt so stehen. Passt so auf. Meinetwegen noch ein bisschen zurück hier in versorgtes Gebiet. Will ich auch da drüben hin oder sogar dem Haku Ärger machen. Na gut, aber sonst gehen wir erstmal auch nochmal sicher. Irgendwie am Ende kesseln die den hier doch ein oder schneiden ihn ab. Gehe hier auch erstmal wieder defensiver. Holen die sich halt den Ort zurück, aber was wird's. Sogar mal Glück gehabt. Aber es fehlt ja nicht mehr viel an feindlicher nationaler Moral. Also Fighting Spirit. Einfach hier und da noch ein bisschen austeilen, dann geht das runter. Hin oder her, solange ihr wenigstens ein bisschen Schaden austeilt. Der ist schon auf 10% runter. Ich glaube, wenn wir dieses Chor zusammenschlagen, das reicht dann schon bald. Geht sich zurück. Werden am Ende wahrscheinlich auch doch nicht in die Stadt reinkommen, oder? Ach doch, umso besser ist es. Okay, es ist ein bisschen fraglich, ob das Chor das überlebt. Ah, man hätte zuerst mit der Artillerie noch drauf schießen können. Keine Frage, aber es geht jetzt nur noch um die letzten paar Prozente.
Und es sind echt ein paar Kämpfe, die hier gerade wirklich gut ausgehen. Na, schon überdurchschnittlich. Ja, dann verteidigt es. Gegnerische Moral ist unter 10% und mit dem Verlust von Baltimore dürfte es das gewesen sein. Wenn die jetzt nicht noch irgendwie gerade groß irgendwas raushauen. Noch gegen diese Landung vorgehen. Ist so ein bisschen, du hast ja noch ein 5-0. Hier passt hier alle weiter auf. Und die in Texas. Ach, ihr könnt hier einfach weiter auf Saku schlagen. Das ist eigentlich auch ganz nett. Kriegt ein bisschen Erfahrung. Kostet den Gegner massig MPP. Gut, und ihr dürft da meinetwegen noch abwarten. Und den im nächsten Zug vernichten, wobei wir dann wahrscheinlich schon gewonnen haben. Dann muss man, denke ich, auch. Ja, hier kann auch gar nicht so viel machen. Und. Theoretisch sollte es nun einfach genügen, den Zug zu beenden. Unsere Leiste so gut wie voll ist und die gegnerische so gut wie leer. Wenn wir uns jetzt noch zusammentun, dann hätten wir eine volle Leiste. Geht jetzt irgendwie schon ein etwas länger, also kein langes, aber doch etwas längeres als dieses Musikstück erwartet, ehrlich gesagt. Ja, 30. Oktober 1863, die Nordstaaten kapitulieren, nachdem der Süden hier mit mehreren Korps und Begleiteinheiten mal eine Großoffensive gestartet hat, Washington erreicht hat und ein paar andere Städte dann da ganz gut durchgeschlagen hat. Schauen wir uns mal die Front nach, da war deren Hauptquartier drin. Gut, das hätte die Brigade geschafft, wenn man jetzt gewusst hätte, dass es drin ist, aber auch sonst wäre unser Reiter hier durchgegangen und in Colorado oben nur noch das Regiment, in Denver, im Colorado-Territorium, so rum, das hätten die auch noch gekriegt. Gut, hier die Nordstaaten dezent in der Überzahl. Hätten irgendwann die Texaner eigentlich nach Norden gemusst. Gut, das hätte unangenehm werden können, ist aber auch von den Orten her eher neben Bauplatz. Hier drüben, ach, das waren echt nur diese beiden Einheiten. Gut, jetzt im Moment war alles aufgeklärt, sieht auch häufig gleich viel besser aus. Und da waren auch, boah, ich dachte jetzt, weil hier ist das Chor, da ist das Saku, dann hat, ist da bestimmt noch eine Einheit. Nein, es sind nur Hauptquartiere. Dann hätte der selbst diese Gruppe, wobei ich glaube, wir hätten noch ein neues Chor hier durchbrechen können. Und hier war im Wesentlichen, okay, hier war ein bisschen mehr. Der hier vorne auch außerhalb der Haku-Reichweite, was die KI halt so anstellt. Da, Einheiten. Hier oben ganz neuer Schwung, die wären dann wohl demnächst da runtergekommen. West Virginia stand ja auch noch einiges rum. Dafür, dass es irgendwie nicht viel passiert ist an der Front, außer dass der Ranger mal ein bisschen entlang gelaufen ist und wieder weg. Dann schon, wie die KI ihre Truppen verteilt, auch, dass hier diese hinteren Positionen gesichert sein müssen. Immer. Oder sind das in dem Sinne Bonuseinheiten, die die KI vielleicht kriegt, um solche Positionen zu sichern. Aber was macht die Artillerie hier? Britannien war ja nun wirklich nicht gerade nah am Krieg dran, dass da in Kanada was passiert wäre. Und auch die ganzen, die dann halt hier hinten rumstehen, fehlten dann halt hier. Ich hätte wirklich vorstellen können, dass es eine Art Skript ist und die KI vielleicht noch Bonuseinheiten dafür bekommt, das zu halten. Dann hatten wir hier oben Division, Schiffe, die wahrscheinlich relativ neu waren. Ja, also alles in allem würde ich doch sagen, eine ganz ordentlich und gut verlaufene Runde. Also ich bin ganz froh, wie war es nochmal am Anfang gespielt. Also, dass hier dieser Feldzug hinten geklappt hat, aber da ab und an war es, sage ich mal, doch ein bisschen einfach die KI auszumanövrieren, auch wenn die auch vom Schwierigkeitsgrad her natürlich noch mehr Masse hatte als sonst und noch ein bisschen kampfstärker war. Aber so den ganzen Weg hier entlang zu marschieren, ein bisschen mehr Gegenwehr wäre da, sag ich mal, schon interessiert. Und ich glaube, gegen menschlichen Spieler kann man das auch nicht so durchziehen. Ich meine, gut, die hat jetzt noch bis Ende 63 immerhin gehalten, aber das wäre es bald gewesen.
Hier hinten, ja, bin ich eigentlich, da war es ganz froh, dass Lee eigentlich in Tennessee war. Ja, relativ bald hat das hier die ganze Zeit gehalten. Das ist eigentlich auch ganz gut gelaufen. Ja, hier sind sie ein bisschen entlang gekommen, aber das ließ sich dann irgendwann auch zustellen. Natürlich hier drüben, die Verteidigung hat zum Glück auch noch so weit gehalten. Ja, und in Virginia kam es im Prinzip auch darauf an, sozusagen so ein bisschen historisch, meistens nur zu verteidigen. Aber dann, als sich die Gelegenheit ergab, einfach mal alles, was man so an Koreaneinheiten neu hatte, zusammenzuziehen, damit eine Großoffensive zu starten und Washington zu erobern. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja auch, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, ist gar nicht das gegnerische Event gekommen, dass wir den Potomac überschritten haben. Weil das Event, wo nicht davon ausgeht, dass man einfach direkt Washington angreift und hier ein bisschen Ärger macht, sondern dass man ein bisschen weiter nordwestlich den Potomac überschreitet und dann da irgendwo. Ich müsste den Text nochmal genau lesen, aber ich glaube, wir haben es nicht getriggert. Was irgendwie auch interessant ist. Und hat die Frage, macht das Saku hier unten? Warum, liebe KI? Naja. Gut, man weiß ja schon, dass der Computer manchmal so Sachen macht. Hatte deutlich mehr Einheiten. Erst recht, ja. Das mit den Seeeinheiten war natürlich hoffnungslos. Irgendwann TP, nehme ich mal an, ja, 1200 gegen 1900, das war an sich auch eindeutig. 9000 in der Forschung gegen 6000 in der Forschung und jeweils so ein paar Sachen. Ich nehme an, dass die auch forschungstechnisch, ja, weiter waren. Bei sehr, sehr vielen Sachen. Was sagen sonst noch so die Verluste? Das ist aber auch recht da verteilt mit 30 gegen 110. Okay, Force. Ach, die haben echt nur das eine haben in den Baltimore verloren. Und Schiffe, ja gut. Wir haben halt drei Hauptquartiere verloren, sogar 12 Korps verloren, während wir nur drei verloren haben. KI passt halt auch nicht so ganz unbedingt so gut auf die auf. Und vor allem Division und natürlich auch noch ein paar Marineinfanteristen. Ja, gut, Schiffe haben wir mit den Monitoren mit die wertvollsten verloren. Aber das passt ja eigentlich. Ich meine, die hatten hier eine Menge Schiffe. Zum Beispiel diese Linie. Okay, es ist keine große Linie, die großbritannische Linie. Dafür haben die nicht so viel Mobilisierung. Aber trotzdem fragt man sich ja ein bisschen, ob diese Schiffe sich nicht vielleicht doch auch dahin stellen könnten. Aber wenn ich gerade sehe, mit Longstreet, das hat natürlich auch schön funktioniert, hier ein bisschen an den Küsten abzuräumen. Norfolk zurückzuholen oder Elizabeth City vor Monroe zu erobern, hier unten Jacksonville zurückzuholen, jetzt noch die Landung zurückzuschlagen. Hätten eigentlich noch da drüben hingehen können. Also die KI kann zwar durchaus landen, aber man kann sie dann auch ganz gut wieder zurückboxen. Ja, insgesamt würde ich doch sagen, ist die Runde ganz gut verlaufen. Es war jetzt kein Europäer im Krieg. Gut, da war ja auch der Zeitpunkt mit der Emancipation Proclamation, die sehr viel Prozente gekostet hat, wo ich jetzt noch nicht ganz wusste, bis wo man da wirklich zurückgehen darf, wann die triggert und so. Aber naja, es hat ja am Ende auch so funktioniert. Washington erobert, gegnerischer Fighting Spirit zerstört, am Ende auf 4%, damit Siegbedingungen erfüllt. Ja, und dann würde ich an dieser Stelle erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu weiteren Projekten. Bis dann.